Wir sprechen den ganzen Tag schon darüber, auszusteigen. Einfach mal den Job sein zu lassen. Du lernst, du ackerst, du arbeitest und tüftelst an deiner Karriere und irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, ich bin damit nicht wirklich glücklich. Und ein lebendes Beispiel dafür sitzt mir jetzt gegenüber und ich muss sagen, das sieht ziemlich erholt aus. Das ist der Obsti, aber eigentlich hast du einen ganzen Namen. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Na, servus Max, ich bin der Obsti, so bin ich bekannt. Ja, eigentlich heiße ich Markus Obstmeier, bin 32 und komme aus Regensburg. Du lebst mittlerweile davon rumzureisen, hast aber auch was ganz Handfestes gelernt und studiert. Genau, das ist richtig. Also mittlerweile verdiene ich mein Geld damit rumzureisen, was ziemlich geil ist, kann man nicht anders sagen. Ursprünglich hatte ich mal BWL studiert und verschiedenste Jobs bis hin zum Managerposten zum Schluss. Was war das für ein Managerposten? Wie viel Verantwortung hast du da gehabt? Also in dem letzten Managerposten war ich zuständig, einen Geschäftsbereich aufzubauen für eine Personaldienstleistungsgruppe. War das auch ein Ziel so? Hast du da hingearbeitet, an so einen Posten zu kommen? Ja, durchaus. Ursprünglich mal. Also ich hatte eine Industriekaufmannsausbildung, habe dann mal Wirtschaftsabi gemacht, BWL studiert und dann eben verschiedene Posten in Unternehmen gehabt. Und dann will man natürlich die Leiter erklimmen. Mhm. Zum Schluss bis hin zum Repräsentant, ja, im Bundeswirtschaftssenat waren wir auch noch. Aber weißt du, stellst letztendlich fest, du arbeitest und arbeitest. Eigentlich arbeitest du nur noch, auch am Wochenende. Und das ist genau der Punkt. Ja, weil mit das Wertvollste oder das Wertvollste nach Gesundheit im Leben ist deine Zeit. Die zieht jede Sekunde runter. Wann und wie hast du dann ganz konkret gemerkt, hey, ich muss hier raus? Als ich eigentlich nur noch gearbeitet habe und schon mehr oder weniger in so einen Burnout auch reingeschlittert bin, weil du hast ja doch extremen Druck auch immer. Ne? Mhm. Es geht ja nur um Zahlen. Und schreiben und reisen wollte ich schon immer. Und dann dachte ich mir, das machst du jetzt einfach. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber hattest du nicht dann mal Angst, dann alles zu verlieren oder vielleicht morgen aufzuwachen und gar nichts zu haben? Wenn du die ganze Woche so viel arbeitest, dass du wirklich nur noch schläfst zu Hause, dann ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo du einfach feststellst, hey, wo geht mein Leben hin? Wo ist meine Zeit? Du hast nichts mehr davon. Diese Illusion, die ja herrscht in den Köpfen aller Menschen, bei mir war die ja auch im Kopf. Was passiert? Du hast kein festes Einkommen. Wo soll das Geld herkommen? Nur, was kann man denn großartig verlieren, wenn man sowas versucht, seinen Job zu kündigen, einfach mal loszureisen und versuchen, ein neues Leben zu leben? Nichts, weil wenn es nicht klappt, dann kannst du wieder nach Deutschland zurückkommen, kannst dich wieder in dein Büro setzen, in ein anderes halt und machst wieder was Ähnliches wie vorher. Du kannst nicht verlieren. Aber es gehört natürlich eine Menge Mut dazu. Den hast du auf jeden Fall schon mal bewiesen. Und was der Markus jetzt anstellt und was er jetzt so tut mit seiner Zeit und warum er so verdammt erholt aussieht, darüber sprechen wir gleich. Jetzt gibt's erstmal Musik von LaRue. Ego FM. Wir finden, was gut ist. LaRue mit Sexothek. Sabian bei Ego FM mit Easy. Manchen fällt's schwer, die stehen auf, jeden Morgen sind angepisst und sagen, boah, ich habe so keinen Bock auf meine Arbeit. Andere, die haben den Schritt schon längst hinter sich zu sagen, no way, ich schmeiß alles hin, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Mit einem davon habe ich gerade schon gesprochen, Markus Obstmeier sitzt mir jetzt noch gegenüber. Was machst du jetzt eigentlich, was dich so glücklich macht? Ich bin raus, ich bin damals 2000 Euro, hatte ich Eigenkapital für meine Weltreise, was nicht allzu viel war. Und das Ziel war, mit Reisen und Schreiben mehr Geld zu verdienen. Und ich hatte gleich am Anfang einen guten Partner mit backpacker.unterkunft.de. Das war der Anfangsblock, wo das losging, schreibe ich immer noch. Und habe da halt für diese Tourismusbranche angefangen zu schreiben. Und in welches Land ging es dann zuerst für dich? Ich bin in Bangkok gelandet und bin dann ein Jahr komplett nach Südostasien runtergereist bis nach Australien. Mit 300 Euro max bin ich nach Australien eingereist, ohne Job, ohne nichts. Wow, hast du da nicht irgendwie Angst gehabt? Hey, packe ich das? Wie komme ich weiter? Wie komme ich über die Runden überhaupt? Es geht immer. Es geht einfach immer, weißt. Und ich bin da mit einer Engländerin, die hat ja auch nur 250 Euro, sind wir da hingekommen und dann haben wir uns auf den Weg da in diese Minenstadt gemacht und haben da in einem Hotel dann eine Arbeit gefunden. Das heißt, du bloggst, du hast jetzt auch ein Buch geschrieben? Ja, ich arbeite noch an meinem Buch. Ich möchte es, also im November geht's für eine längere Zeit nach Zentral- und Südamerika. Da ist dann auch wieder ein Film dran gekoppelt und da möchte ich eigentlich dann mein Buch beenden mit diesen
Abschlusspart. Du, aber pass mal auf, nicht, dass du wieder in so ein stressiges Muster reinfällst am Ende. Reist du um die Welt und machst dann aber trotzdem wieder, arbeitest du richtig viel dann. Nee, das ist ja komplett anders. Ja. Ich meine, du bist ja auch einer der glücklichen Menschen, sage ich mal, der einen Job macht, der ihm gut gefällt. Ja. Und wenn man was macht, was man einfach gern machen will, dann ist Stress positiv, meistens. Was kannst du denn den Leuten mit auf den Weg geben, die so kurz davor sind, die nicht genau wissen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, soll ich es doch machen? Was würdest du so jemandem raten? Sich die Frage stellen. Ein bisschen zurückdenken, ist das mein Leben? Ist das das, was ich machen will? Bin ich damit richtig happy oder ist es einfach nur so okay und ich bleibe aus Bequemlichkeit, weil alles so einigermaßen okay ist? Wenn das der Fall ist, würde ich es ändern. Und ich glaube, du bist wirklich ein Paradebeispiel von Selbstverwirklichung, so wie du mir gegenüber sitzt. Du hast den Sprung jetzt also geschafft zu deinem eigenen Ding. Geblockt hast du, schreibst gerade an einem Buch. Wir sehen dich möglicherweise auch im Fernsehen demnächst. Am 7. Oktober um 10 Uhr, also 22 Uhr auf WDR weltweit, kommt eine 30-Minuten-Reportage über meine Afghanistan-Reise. Der Termin ist jetzt schon mal vorgemerkt und du machst auch Musik. Das heißt, du schreibst Texte auf deiner Reise. Verschiedene Künstler und Menschen, die du unterwegs triffst, die setzen das dann um. Genau. Wir hören jetzt gleich nämlich ein Lied. Vielleicht wirst du was dazu sagen. No, we can't heißt das. Schöne Schleife, Max, zum Afghanistan-Film, weil der genau dadurch inspiriert wurde, dieser Songtext. Mhm. Ich hatte diesen kleinen Straßenjungen, den ich getroffen habe, der nichts hatte außer seinen Müllbeutel. Das war furchtbar traurig für mich. Und das ist ein komplettes Gemeinschaftsprojekt. Ja, das ist der Johannes Schädler aus Donaustauf, der hat eine Musikschule, der hat die Musik komponiert, also das Lied komponiert. Und die Amelie, sie ist erst 19, muss ich einfach sagen, weil ich es Wahnsinn finde, die hat es dann mal spontan schon fast eingesungen. Und ja, von mir kam halt der Text und zusammen haben wir dann im Studio den Song zu Ende geformt. No, we can't. Hör mir jetzt. Schönen Dank, dass du da warst. Danke dir, Max. We can appreciate fundamental hate. We can bless a common guest.